Hallo Jungs. Ja, komm her. Ach, der ist gerade weg von uns gelaufen. Wir konnten ihn backstabben. Sehr schön. Und noch mehr Bogenschützen oben. Okay. Weg, weg. Heilung. Also es wird definitiv zäh. Wenn wir jetzt hier irgendwo sterben sollten und wir uns durch alles nochmal durchkämpfen müssen, könnte das eine Weile dauern. Portet sich weg. Ich hätte eine Doppelhandattacke nehmen sollen. Da ist wieder ein Fahrstuhl. Da stecken Pfeile in der Wand. Und da hinten ist er. Da, ich wollte gerade sagen, da sitzt jemand, aber nein, es ist nur eine Leiche. Kaputt. Heilen. Und die Rüstung sieht richtig cool aus bei Licht. Richtig schön abgenutzt. Und brachialisch. Sehr schön. Ein Funkeltitanit. Die haben wir doch immer gerne. Guck. Ach, für den komischen Tanz. Okay, stimmt. Oh, 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 oh. Ja, nicht so. Nee, 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 nee. Heilung. Ich greife dich nur an, wenn du nicht garstig bist. So, jetzt weg. Bye, bye. Hast du irgendwas dabei? Nö. Okay. Warst nun nervig. Bist du eine richtige Kiste? Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Wow. Lauf, 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 lauf. Trink. Hi. Nein, da kommt sie. Hau sie kaputt. Hau sie schnell kaputt. Garstig. Was hast du? Ein Kristallritterschild. Du siehst nicht aus wie so ein Kristallschild. Gucken wir so. Kristallschild, Sonnenschild, Blutschild, Kristallritterschild. Hat eine 70er Haltung. Unverzaubert. Ist das nicht schlecht? Wie viel hast du? 74. Bist aber auch schon plus 5. Das heißt, wenn die hier bei jedem Aufstieg einen bekommt, ist sie besser. Dieses mittelgroße Metallschild ist aufwendig ziseliert und bemalt. Obwohl es wohl in uralten Zeiten von adeligen Rittern benutzt wurde, verfügt es über ähnliche Verteidigungswerte wie andere Schilde. Und es hat ein Kristallsymbol unten dran. Was auch immer das für einen Effekt hat. Also es hat schon einen besseren magischen Schutz. Das könnte von Interesse sein. Gut. Gucken wir jetzt noch auf die andere Seite, ob da auch noch eine Kiste ist. Und sonst fahren wir mit dem Fahrstuhl weiter hoch. Oh, da ist ja noch einer. Jo, schieß ruhig. Wir haben ein ganz tolles Schild. Und weg. Genau. 481. Das ist eine sehr komische Zahl. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist eine Kiste. Eine richtige Kiste. Und noch ein Funkeltitanit. Okay, es fehlen nur noch 14 oder 16. Irgendwie so war das. So. Guck mal, was hier jetzt ist. Ich hoffe mal, nicht noch so ein komischer Priester. So doll fand ich ihn nicht. Wobei ich jetzt halt durchgehe mit einem Zweihandmodus auf ihn schlagen würde und so er sich vielleicht nur zweimal wegteleportiert. Ich könnte auch eine schwere Sprungattacke benutzen. Wir kriegen ihn ja im One-Hit. Und noch mehr Kristalle. Sinnlose Zerstörung. Okay. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich Frostkristalle. Was zur Hölle bist du? Du bist schon mal sehr träge.
Und du kommst nicht mal ansatzweise durch mein Schild durch. Mach mal irgendwas. Ich würde gern hinter dich kommen. Okay, weißt du was? Ich hau dir aber tot. Au. Das ist neu. Trink. Ha. Okay. Sie halten nicht viel aus, haben eine komische Konterattacke. Also wenn ich angreife, klicken sie im richtigen Moment. Und weil es eine KI ist, klickt sie immer im richtigen Moment. Oh, Funkel. Ja. Weg mit dir. Zwei Funkeltyranid. Also nur noch 12 oder 14. Eins von beiden. Kommt jetzt noch einer von den großen, komischen Kerlen? Oh, Nebelwand. Haha. Gucken wir mal. Geheilt. Schild in die Hand. 11 Flaschen nur. Ist okay. Ich denke, hier sind wir richtig. Nicht gut. Wie treffe ich dich? Ja, das ist mal eben instant tot. Dafür das Schild? Vielleicht, eventuell? Was? Warum bin ich hier? Warum schnarcht da eine Echsenwache? Echsen sind Kaltblüter. Das ist keine gute Kombo. Und ich werde dich nicht anklicken, weil wenn ich mich jetzt wegteleportiere, starte ich nämlich woanders. Komme ich nämlich raus. Ich habe so ein Déjà-vu vom Gemälde. So. Macht mal, ich hau hier einfach kaputt. So. Viel besser. Also das war geplant. Ich konnte es nicht gewinnen. Vielleicht? Das rede ich mir jetzt einfach so lange ein, bis es stimmt. Können wir mit dir reden? Nee. Können wir dich hauen? Ja. Hast du einen Schlüssel? Plündern, Zellenschlüssel. Ha. Das ist eine sehr doofe Wache. Alarmanlage? Yep, definitiv Alarmanlage. Gucken wir erstmal hoch. Da scheint der kürzere Weg zu sein. Da ist eine Leiter. Unten kommen ganz viele Echsen. Okay, es kommen zwei. Jetzt stelle ich mich oben hin und haue sie einfach kaputt, wenn sie raufkommen. Ja, klingt nach einem Plan. Problem ist nur, ich rutsche dann ein Stück nach vorne. Oh. Sie treten mich. Kick. Ja, sobald sie die Treppe verlassen, treten sie ein. Egal. Kaputt. Kaputt. So. Verschlossen. Okay, wäre auch zu einfach gewesen. Wozu bist du hier, du komischer Pfad? Und das ist eine sehr schicke Bücherei, / Gefängnis. Also für Menschen ein wenig unzugänglich. Aber ich denke mal, er schwebt einfach hier in der Mitte rum und holt sich die Bücher raus, wie er brauchen. Rutschen. Also, wir müssen jetzt runter diese komischen Tentakeldinger töten. Da, die Tentakeldinger. Wobei ich nicht weiß, was die machen.
Was keine gute Grundlage ist. Sie machen eine langsame Attacke. Das ist schon mal... Mal überlebbar. Das ist schon mal sehr wichtig. Lauf. Ah, die sind zu schnell für Heilzauber. Heilzauber. So, mach die... Genau, mach die Greifattacke. Dann hauen wir dich. Dann rollen wir weg. Machst du Greifattacke. Wir gehen nach hinten. Wir hauen, wir rollen weg. Sehr gut, das klappt sehr gut bei euch. Also, die sind in kleineren Grüppchen schon mal sehr gut machbar. Und ich habe einen Verdacht, selbst wenn wir jetzt das Leuchtfeuer da nicht anklicken, wir werden immer noch da rauskommen, wenn wir sterben. So, so, so. Ist hier drin irgendwas? Es ist dunkel. Nix. Nix. Gar nix. Ja, okay. Ich werde trotzdem alle Zellen aufmachen, gucken, was da drin ist. Irgendwo ist bestimmt irgendwas Tolles. Oder ein NPC. Was ja auch toll wäre. Verschlossen. Okay. Da sind neue Tentakelviecher und wir sind schon gleich unten. Zellenschlüssel benutzt. Skelett Nummer 1. Skelett Nummer 2. Ah, hier ist was. Ja, Loot. 1, 2. Hier werden wir wahrscheinlich normalerweise nicht reinkommen. Archivzelle Extraschlüssel. Okay. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich nicht schön, wenn man zwischen zwei von euch steht. Ich roll mal runter. Trink. So. Hau. Oh, weg, weg, weg. Ja, alles gut, alles gut. 1, 2. Ich laufe kurz wieder hoch. Weil wir hatten oben eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Wo man, glaube ich, auch nicht taktisch runter reinspringen konnte. Und vielleicht brauchen wir genau da den Schlüssel. Hier. Ja. Extra Schlüssel. Loot. Bitte sei was Tolles. Ein ehrenwerter Ritter. Dafür ein extra Schlüssel. Ja, anscheinend. Ja, ja. Hätten sie auch einen Schalter nehmen können. Oh, warte mal. Gib mir mal ganz kurz den Schlüssel. Da. Eventuell waren die Schlangenmenschen unachtsam und es gibt mehrere einzelne Schlüssel, welche zu den Archivturmzellen passen. Okay. Das heißt, wir haben einen General-Archivturm-Schlüssel und einen für Einzelzellen. Wobei wir, glaube ich, jetzt gleich alle Zellen abgedeckt haben, sofern es nicht weitere dieser Türme gibt. Oh, da sind vier Bogen. Immer noch keine Pfeile gekauft. Ding. Und alle kommen, oder? Kommen. Irgendwie... Ah. Ich wollte gerade sagen, irgendwie lassen die nicht so gut pullen. Ja. Nicht versuchen, durch den Zaun hindurch anzugreifen. Aber man kann einfach gegenhauen. Wir unterbrechen sie ja, wenn sie ihre Attacke da machen. Also ich kann einfach auf sie zulaufen und töten. Test. Oh oh. Ja, beim Spucken nicht so wirklich toll. Und die Musik ist doch... Oh, zu langsam. Die Musik ist doch ganz schön laut hier. Aber ich denke, das ist gewollt. Psychoterror im Gefängnis. Trink.